So, dann geht's hier weiter. Dann geht's hier weiter. Da ist ein. Ich hab's mir noch gedacht. Ich hab mir noch gedacht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die. Ja, wie ihr seht, der gebrochene Bein ist zum Glück abgeheilt. Ja, war ja auch sehr beschissen und sehr bescheiden. Ja gut, was willst du machen? Wir sind jetzt soweit, wir haben hier unsere Sachen drin stehen. Ich kam leider noch nicht dazu, zurückzufahren und die restlichen Sachen hier zu holen, weil mit dem gebrochenen Bein war das nicht so unbedingt super. So, da werden wir doch jetzt mal gucken. Es ist jetzt morgens. Ich habe hier die Tür hier rausgearbeitet und hier ein paar Blocks gesetzt, weil ich will gucken, dass wir von unten einen direkteren Zugang zu unserer Base haben, anstatt immer hinten rum über diese komische Leiter da noch oben zu müssen. Weil das ist doch, finde ich, ein bisschen umständlich. Ich habe mir auch noch nicht so Gedanken gemacht, beziehungsweise noch nicht so den zündenden Gedanken gehabt, wie wir das machen wegen Hordenacht. Du bleibst da stehen. Da wird mir aber auch noch was einfallen, dass wir das bequem machen. Ich bin am Überlegen, warte. Wollte doch genau hier. Ah, es ist genau der Turm hier. Das ist genau der Turm. Da sind noch ein paar Hoshis unterwegs am frühen Morgen. Komm, die begrüßen wir mal. Die begrüßen wir mal, die Jungs. Einer. Und noch einer. Da sind ja noch mehr. Da ist ein Bikerino. Bikerino ist nicht schön. Bikerino ist nicht schön. Probieren wir mal so. Jetzt erstmal hier mit ein bisschen. Mit ein paar Pfeilen. Zuerst ein bisschen was zu verpassen. So. Ja komm, Biker. Ich krieg dich. Am frühen Morgen. So, dann holen wir uns den da. Ah, er hat uns gesehen. Schade. Er hat uns gesehen. So, jetzt geht's nur noch hier um. Und den Kamerad hier. Juhu, hat funktioniert, wie ich mir das erhofft hatte. Fleischabteilung. Wir brauchen Essen. Brauchen wir alles? Sehr gut. Verletzt bin ich nicht. Das ist sehr, sehr gut. So. Schauen wir mal, dass wir hier eine Leiter hinkriegen. 1, 2, ab hier. Ja, das ist auch so etwas, was mir aufgefallen ist in Videos von anderen. Ihr braucht nicht durchgehend die Leiter zu basteln. Es reicht im Endeffekt, alle zwei eine Leiter zu setzen. Das reicht schon. So, dann schrauben wir hier mal das Ding ab. Zackig. So, dann hier noch einen hin. Und dann sind wir hier oben. Dann sind wir hier oben. Ich habe hier schon Blocks gesetzt. Zack. So, da räumen wir hier mal ein paar Sachen rein. So, nur mit dem runter. Ah, das wird's nicht. Ah, das ist nicht einfach. Zack, drehen und runter geht's. Muss man sich auch dran gewöhnen mit der Drehung. Dass man da bequem hoch und runter kommt. Alles gut, alles schick. Alles im grünen Bereich. Wo ist hier jemand am Klopfen? Au! Man kommt um die Ecke und kriegt direkt eine gescheuert. Nicht nett. Nicht nett. Böse. Böse, böse, böse. So. Die machen wir leer, die Tausender. Und dann schauen wir doch mal. Hier haben wir doch ein Feuer.
Ja. Ach ja, ich habe noch eine Mod installiert. Eine Brennstoffsparer-Mod. Was heißt Brennstoffsparer-Mod? Die nennt sich Stop Fuel Waste, heißt die Mod. Okay, da kommt jemand. Die macht im Endeffekt nichts anderes. Die schaltet euer Lagerfeuer oder eure Chemiestation schmieden. Schaltet die ab, wenn nichts mehr zu machen ist. Also wenn hier nichts mehr einzuschmelzen ist oder wenn keine Aufträge, das was hergestellt wird, dann schaltet die automatisch ab. Finde ich ganz gut, diese Mod. Ich meine, klar, ich könnte das auch ohne Probleme machen. Hier, ich lege jetzt hier mal so für 5 Minuten rein. Man kann es auch, sage ich mal, klassisch machen, dass man guckt, wie viele Minuten braucht es ungefähr, so und so viel Holz packt man rein. Klar, natürlich, das ist machbar. Gar kein Problem. Aber dann ist ja Blödsinn, wenn man es so machen kann. Ist natürlich viel geiler. Das ist natürlich viel geiler. Ihr schmeißt Dingens an. Ihr wisst dann genau, ihr müsst euch da nicht drum kümmern, dass das ganze Holz verschwendet wird. Das ist ja Blödsinn. So, hier sind wir durch. Das heißt, hatten wir hier schon einen Trader gefunden? Ich glaube doch. Trader Bob. Ja, da fahren wir mal hin und da schauen wir mal, was der Trader Bob an Aufträgen für uns hat. Trader Bob. Bob. Don't mind the mess. What can I do for you? Was hast du für uns? Wir haben Tag 10, oder? Ja, ist es Tag 10. Das heißt, du hast ein neues Ding gekriegt. Ja, wo waren wir dran? Ach ja, wir bräuchten spitze Stöcke. Bräuchten wir noch 3 Stück für den ersten Eisenspeer bauen zu können. Aber so wie das aussieht, hat er sowas nicht. Nein. Der hat da sowas nichts. Gut, dann müssen wir hier. Was haben wir hier? Aufgaben. Beseitige Zombies, Mr. Nein, 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 nein. Das Mr. und Silus, die haben wir doch. Aber die ist doch mehr wie. Unsere ist doch mehr wie 200 Meter entfernt, oder? 600 Meter. Nee, das lassen wir lieber. Das lassen wir lieber hier mit des Mr. Towers. Nehmen wir den nächsten. Hirschfarm. Die Hirschfarm. Gut. Gut, wie viel Dietrich haben wir? 5 Stück, das reicht nicht. Warte, Fahrrad liegt da. Das Fahrrad liegt ja da. Und da hat sogar Müll. 3 Dietriche, sehr geil. 3 Dietriche geschenkt gekriegt, Leute. Nice. Und wir fahren zur Farm. Ja, was ich vorhin noch ergänzen wollte zu der Stop Fuel Waste Mod. Ich habe euch natürlich die Mod unten in der Beschreibung, wie immer, in der Videobeschreibung verlinkt. Da kommt ihr dann direkt zur Mod. Könnt ihr euch direkt runterziehen, wenn ihr die haben wollt. Ist für mich eine ganz sinnvolle Mod. Ich hasse es, unnötige Ressourcen zu verschwenden. Also von daher, wer sie haben möchte, soll sich runterziehen. Lohnt sich. Macht das Ganze ein bisschen einfacher. Unterm Strich. So, da spielen wir jetzt, fangen wir jetzt an mit Mo zu spielen. Briefkasten. Ein Sniperbuch. Nachladen mit dem Ladegewehr 10% schneller. Oh, das Symbol ist auch neuer geworden, die Sniperbücher. Den haben wir schon. Ach ja, wie ihr rechts oben vielleicht seht, es kam wieder ein kleines Update. Die Version von 3.13 auf 3.16 wurde abgedatet. Da sind natürlich wieder ein paar Fixes drin. Es sind ein paar Sachen neu dazugekommen. Vor allen Dingen Sounds wohl vom Inventar, so wie ich das gesehen habe. Aber warum erzähle ich das euch jetzt nochmal extra? Es gab auch einen Hinweis darauf, dass ihr, wenn ihr die Prager-Mods spielt, also da sind ja einige, haben sie ja mit der Version 1 wieder die Prager-Mods wieder reingebracht. Und die werden erneuert. Das heißt, mit dem nächsten Update, also nicht jetzt dieses Programm, sondern mit dem nächsten Update, verändern sich diese ganzen Maps. Da kommen neue wohl, die alten werden, also die, wo jetzt drin sind, die werden dann rausgeschmissen. Das heißt, wenn ihr einen Spielstand habt und ihr die Welten weiterspielen wollt, müsst ihr vorher, bevor das neue Update kommt, das wird auch so kommuniziert von den Funpimps, dass ihr hingeht und euch eure alten Welten sichert.
es ist genau erklärt in der Beschreibung von den Funpimps, beziehungsweise von in den Patch Notes wird es erklärt, wie ihr das macht. Da müsst ihr den versteckten Ordner müsst ihr finden, App-Data-Ordner. Und darüber dann die Welten sichern. Ich meine, ich weiß ja nicht, ob ihr das sowieso macht. Ob ihr das immer macht, diese. Aua! Diese Welten zu sichern. Ich mache das grundsätzlich, die Welten sichern. Falls irgendwas passiert. Falls mein Computer mal abstürzt. Hatte ich alles schon gehabt. Computer abgestürzt, alles weg. Seitdem sichere ich auch meine Welt, dass da nichts passiert. Ja, wo bist du denn jetzt? Bist du dumm? Bist du wirklich so dumm oder machst du nur so? Die war anscheinend wirklich so doof. Albi? Ich höre doch ein Halbi. Da ist ein Halbi. Da sehe ich ihn. Da ist ein Halbi. Oh nein. Oh, guckt euch mal die Reichweite von dem Speer an. Guckt euch doch bitte mal die Reichweite von dem Speer an. Das ist da so richtig klar geworden, wie geil der Speer eigentlich ist. So, wir machen hier weiter. Da haben wir alles, da haben wir alles. Gut, ich könnte abbauen, will ich jetzt aber nicht. Möchte ich nicht. So, wir gehen einmal hier hoch. Warum? Dass man da runterfällt oder was? Ich habe das Loch nicht gesehen. Ich habe das fucking Loch nicht gesehen, Leute. Zack, machen wir hier mal zu. Warum geht das hier raus? Das ist ein Sinn? Irgendeinen tiefer gehenden Sinn? Nee, sieht nicht so aus, ne? Nope. So, dann geht's hier weiter. Dann geht's hier weiter. Da ist ein... Ich hab's mir noch gedacht. Ich hab mir noch gedacht gerade, oh fuck, da ist eine Hundehütte. Und schon kommt er an. Ohne zu knurren, ohne alles, du kleiner Bastard. Das machst du keine 25 Mal mit mir. Das war gemein. Ich denke gerade noch so, oh, wir müssen aufpassen, da ist eine Hundehütte. Und dann war es dann auch schon passiert. Ja gut. Ja gut. Wir leben noch. Nicht viel passiert. Alles gut. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier ein bisschen vorsichtiger mal sind. Ein bisschen vorsichtiger sind. Wir sind in der Wüste. Da ist jetzt... Das ist ein bisschen schwerer. Das haben wir in der letzten Folge schon gesehen. Mit... Auf dem Dach mit den Wilden. In den Silos. Die hat mir fast den Chaos gemacht, diese Assis. Die hat mir fast den Chaos gemacht gehabt. Deswegen immer aufpassen jetzt hier. Das ist da oben im Radar drin. Aha, hier sind die Vorräte. Sehr gut. Da das so leise ist. Also dunkel ist, machen wir mal hier die restlich Verstärker-Dings rein. Ich will ja noch... Da ist zu, okay. Tools, Asticks, sehr gut. Sehr gut. Brauchen wir nur noch zwei. Warum liegt da eine Leiter auf dem Boden rum? Warum liegt da eine Leiter? Gut. Ich wollte gerade sagen, hier muss doch... Fuck. Fuck it. Kam die dann her? Kommen die denn alle her?
Die Olli hier, die hat mich jetzt ganz schön überrascht. Dieser scheiß Wilde hier schon wieder. Dieser Dreckswilde da schon wieder. Es schlägt aber auch zu wie so ein Truck. Mike Tyson, Scheißdreck gegen den. So, bevor mir jetzt von irgendwelchen Geiern noch aufgefressen werden. Ich hasse diese wilden Idioten. Ich hasse sie ganz einfach. So, machen wir hier mal ein Ding hin. So, jetzt können wir in Ruhe plündern. Jetzt können wir hier in Ruhe durchgucken. So viel gibt es ja hier nicht. Ne, da ist nichts. Da ist nichts Großartiges hier. Da ist nichts Großartiges hier. Es war aber gerade mal wieder so herrlich knapp, wie immer. Geht mir so auf den Piss manchmal, Leute. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Weil die, wenn die so schnell hier plötzlich irgendwie rausgeschossen kommen. So, was haben wir hier? Geil! Geil, wir haben die Dings freigeschaltet. Eisensperr. Müssen wir mal gucken, was wir dafür brauchen. Dass wir uns den dann so schnell wie möglich nutzen werden. Ne? So, warum geht es hier raus? Warum geht das hier raus? Und hier ist nochmal ein Licht an. Da ist ja wohl der Endloot dann dahin dran. Komm her. Na komm. Sei nicht wild, danke. Danke, danke, danke. Du lädst hier erstmal nach. Das ist erstmal wichtig. So. Hier ist vergeschlossen. Okay. Boah. Du läufst aber auch wieder in jede Scheiße rein, Junge. Du läufst mal wieder in jede Scheiße rein. Wo ist denn hier? Wo geht's denn hier rein? Irgendwo muss es doch hier reingehen. Nö. Was erwarten die denn, wie wir hier reinkommen sollen? Okay, das ist assi. Das war assi gerade. Nicht nix. So. Albi! Ein wildes Albi. Oh, Leute. Wäre ich fast schon wieder da reingelaufen. Da hinten ist noch einer. Eine Mutti. Na komm, wir helfen den mal hier. Jawohl. Geht's. Oh, jetzt sind sie schon zu zweit. Komm, Big Mama, sprich nochmal schön den Kopf raus. Ah. Aha. Na komm. Na komm, Diggi.
Da ist Dicky. Da ist noch hier die Marlene. Komm hoch. So, dann kommt die nächste Marlene hier. Dann sind wir hier auch gleich fertig, glaube ich. Sag ich doch. Dann klopfen wir jetzt hier noch eine Runde und dann sind wir... Dann sind wir ja fast schon durch hier. Ja, ich finde, ich ein bisschen... Ich habe da jetzt auch, wenn ich... Warte mal, war da vielleicht ein Schalter irgendwo? Ich habe anscheinend irgendwo einen Schalter übersehen. Das kann natürlich sein. Ja, ich glaube, da oben war ein Schalter. Habe ich natürlich nicht dran gedacht, bevor ich hier rausgeklettert bin. Aber ist okay. Ist okay, hat alles nur ein bisschen in die Länge gezogen. Passt schon. So, hier nachladen. So, ich hoffe doch jetzt mal, dass wir hier alles hatten. Alles und jeden. Wenn nicht, das wäre dumm. Ein paar Mumpeln, aber die verkehrten Mumpeln. Da ist keiner mehr. So, der ist weg. War da jemand gerade? Ich hätte können schwören, dass da gerade jemand war. Kann mich aber auch täuschen. Schönen Motor gefunden. Sehr geil. So, was ist hier? Shemway Foods. Essen. Mutter. Muttern wie bei Muttern. Das sind Farming. Wir können ein paar mehr Samen herstellen. Beziehungsweise die Fähigkeit dazu wurde verbessert. Was haben wir hier? Was haben wir hier Schönes? Nein, nicht da draufhauen. Große Rindfleischration, die können wir, glaube ich, da gibt es Rezepte. Ja, da gibt es Rezepte, war mir klar. War mir klar. So, dann machen wir hier mal rein. Ja, ein paar Pfeile. Bögen verursachen nach 10% mehr Schaden, ist in Ordnung. Ein bisschen Zeug. Zack, ein Hühnchen. Entschuldigung, liebes Hühnchen, aber... Braucht dein Fleisch. Dankeschön für dein Opfer. Gut, hier haben wir jetzt alles. Dürften eigentlich alles gehabt haben jetzt. So, wo ist Fahrradfahrt? Ist da drüben. Fahrrad ist da drüben. Wir haben, glaube ich, alles soweit. Na gut, dann müssen wir das so machen, wie wir das immer machen. Weil wir sind jetzt schon überladen. Und wir haben noch den halben Tag vor uns. So. Ich packe hier wieder eine Kiste hin, wie immer. Fahrrad steht da drüben, toll. Beziehungsweise liegt da drüben. Weil nirgendwo ein Fahrradständer ist für uns. So, jetzt haben wir hier ein bisschen Stein. Ein bisschen Plastik, ja, das ist doch nur. Was war zum Verkaufen? Warte mal, das habe ich gefunden noch unterwegs in einem Heuhaufen, auch in den Müllhaufen drin. Das ist. Lerne, wie du Särge für Knochenschmuck und wertvolle Beute plünderst. Machen wir doch. Recock, den heben wir uns mal auf. Ah, sonst irgendwas? Nö. Sonst nichts zum Verkäufen. So, Bob, was gibt's zu uns? Was haben wir? It's good to see you again. Well, hot dog. Ja, klar. Good work. Wir nehmen die Mumpel natürlich. Da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. So, Jensen Residence. Next one. Aber ich wollte doch gucken. Ich wollte doch mal gucken. Der Eisenspeer. Ich brauche geschmiedetes Eisen, Holz, Leder, Klebeband. Let's get you sorted. Erstmal die beiden. So. Wie viel brauche ich? 16 geschmiedetes Eisen, 2 Leder, 2 Klebeband. 16 geschmiedetes Eisen. 16 geschmiedetes Eisen kaufe ich. Lederklebeband hat er nicht, ne? Lederklebeband hat er nicht. Leder habe ich, glaube ich, draußen. Dann nimmst du hier mal 2 mit. Und dann können wir vielleicht unterwegs
und den Eisenspeer bauen. Das wäre geil. Das wäre geil. Lass mal hier reingucken. Leder, ja. Ich habe kein Tuch. Doch, eins. Toll. Ein ganzes Tuch. Wahnsinn. Und kein Klebeband. Ja gut, dann nehmen wir das Tuch mit. Wir nehmen die Zutaten mit, die wir brauchen. Und hoffen dann drauf, wo ist jetzt das Tuch hin verschwunden? Cloth Fragment hier. Stofffetzen, da sind sie. Nehmen wir mit. Und im nächsten POI, das wir machen müssen, besorgen wir uns ein bisschen Stoff. Und dann basteln wir uns den Speer schon mal zurecht, liebe Leute. Dass wir den möglichst schnell kriegen. Weil bessere Bewaffnung, umso widerstandsfähiger sind wir dann auch quasi im Umkehrschluss, weil wir umso schneller die Gegner Rhinus platt haben. Weil diese Wilden, die sind hier weit verbreitet, habe ich schon festgestellt. Und die hauen auch zu wie Mike Tyson. Ich glaube, so fühlt sich das an, wenn du von Mike Tyson eine gescheuert kriegst. Voll Kleber. Konnte da denn jetzt nicht einfach Klebeband drin sein? So. Okay. Ich glaube, ich kenne das POI so ein bisschen. So, zumindest kommt es mir bekannt vor. So. Machen wir hier mal auf und zu. Was ist hier? Kriege ich hier Stoff? Ne, hier gibt es nur Papier und Plastik, ne? Ja, gibt nur Papier und Plastik hier. Schade. Ich brauche Stoff. Hallo, Stoff. Puls nehme ich. Warte mal, da kannst du das hier schon mal reparieren und das reparieren und das reparierst du mal. Rohr und Plastik sind hier drin, okay. Wenn sie hier schon für umrum stehen, nehmen wir das Zeug mit. Ist hier einer zu sehen? Nö. Nö. Ich dachte, da könnte man einen sehen. So. Dann hören sie noch mal. Wieder kein Stoff. Ich brauche Stoff, Leute. Wo ist der nächste Dealer? Get hammered. Okay. Na gut. Wir müssen mal gucken, dass wir hier unterwegs irgendwo diesen Stoff rankommen. Das sollte ja möglich sein, gehe ich mal von aus. Toll. Ich habe einen wach gemacht und weiß nicht wo. Doch, ich weiß es wo. Sag ich doch. Sag ich doch, bumm. Boah, ich höre die Geräusche, die ich da schon wieder höre. Da ist doch schon wieder so ein Fetti mit dabei. Jede Wette ist da ein Fetti mit dabei. Ja, Geduld, habt Geduld, ich komme gleich zu euch. Zu euch komme ich gleich. Sagt doch, da ist ein Fetti mit dabei. Ich hasse die Fettis. Die halten viel zu viel aus, die Wichser. So. Jetzt können wir da runter. 5 Kleidungsfetzen, sehr gut. So. Gibt
Gibt's hier Stoff? Ja, hier gibt's Stoff. Sehr geil. Rezepte, Klebeband 2 brauche ich. Mach das. Dann könnten wir, glaube ich, den... Jawohl! Den Eisenspeer herstellen. Sehr gut. Sehr gut. Es geht voran, Leute. Es geht voran. Pfeile haben 20% größere Chance, das Ziel zu Boden werfen. Nehmen wir. So, hier haben sie rumgeklopft. Wie die Idioten. Ist hier was? Nein, hier ist nichts. Nichts. Tür. Kleiderhaufen. Die Leiter da interessiert mich gerade. Wo führt die hin? Warum ist da eine Leiter? Warum ist da Licht? So. Da bin ich wieder hier oben auf dem Dachboden. Ja. Das ist nur so ein Weg hier oben auf dem Dachboden. Okay. Hätte ja können sein, dass da irgendwas Wichtiges ist, Leute. Noch eine Minute für den neuen Speer. So. Lass mal jetzt leise weiter schleichen. Dass hier irgendwo noch ein paar Hoshis, ein paar Idioten sind. Sag ich doch. Sag ich doch. Sag ich doch, als hätte ich es geahnt. Als hätte ich es geahnt, dass hier irgendwo ein Idiot ist. So, da ist es Munition. Munition! 11 Schuss sind 11 Schuss. Mumpeln sind Mumpeln. Ja, komm, lass mich durch. Lass mich rein da. Hier ist die Tasche. Dankeschön, für nichts. Haha. 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 Da ist der Eisenspeer. Wie macht der? 19 und 39. Ja, definitiv wird er getauscht. Definitiv wird da jetzt getauscht. Zack. Berge ändern. Bam, bam. Zack, das zerstören. So. Jotale. Jetzt bin ich bewaffnet. Gegner erleiden Fruchtspritzen mehr Schaden durch kräftige Angriffe. Das passt doch gerade so richtig geil. Passt das doch. Jetzt verschlossen die Tür. Ist da jemand? Nein, da ist keiner. Es kann ja sein, dass im Klo was drin ist. Die Toilet Pistol. Nein. Hätte ja eine Toilet Pistol drin sein können, Leute. Sind wir mal ehrlich. Den haben wir. Da nehmen wir noch die Pfeile mit. Da waren Klamotzkis. Wieder nur mit. Mit Stoffis. Ist hier keiner mehr sonst? Das sind ein paar da am Anfang. Ich meine, ich freue mich ja darüber, dass weniger zu tun ist hier. Aber ja. Ich hätte jetzt erwartet, dass hier zumindest noch welche wären. Okay. Nicht schlimm. Miso-Soup, die kann man essen direkt. Die drücken uns beide in den Helm rein. Jo. Weiter geht's.
Jetzt geht's, glaube ich, hier in den Keller noch runter. Oh. Ist keiner drin? Ah, ich wusste, dass da irgendwo eine steht. Ich wusste, dass da irgendwo eine rumsteht. Oh. Spider-Zombie ist nichts Nettes. Gut, hier ist sonst keiner. Da können wir hier mal kurz reinlinsen. Jawohl, endlich ein Messer, ein anständiges. Sehr geil. Sehr geil. Zack, zack. Bämsle. Da bist du. Meinst, da warst du, wollte ich sagen. Ist wieder nur ein Klo. Ja, soweit, so gut. Ich bin frisch ausgeholt. Ja, lass mal an. Lass mal das Spaßlicht mal an. So. Hatten wir jetzt hier alles? Nee. Da waren nämlich noch ein paar Dietriche. Und hier ist noch Müll. Armut ab, sehr gut. Dann hier nochmal eine Heidelbeere. Und dann machen wir hier weiter. Immer weiter, immer weiter. So, warte mal. Nicht, dass es da... Ich habe da schon was gehört. Da sitzt einer. Wer ist das? Gangster. Toll. Gangsterlein. Ein kleines Gangsterlein saß da, sitzt da. Zack, 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 zack. Bam. Ah, willst du mich verkackeiern, du Bastard? Was wohl ein Rad ab? So nämlich. So, jetzt kann man das aufklopfen. Ja, da ist noch einer. Einer ist da noch. Und jetzt halt nur drauf an, was das für einer ist. Da liegt noch eine. Eine Arlene. So, war es das jetzt? Oder ist hier noch irgendwo jemand? Das müsste es aber gewesen sein eigentlich. Das müsste es gewesen sein. So. So, wir haben das soweit geschafft. Halt. Wir haben es soweit geschafft. Was haben wir jetzt hier? Wäschekorb. Wir sind Cloth Fragments. Wir nehmen die Stoffe mit. So. Dann sind wir hier schon mal. Immerhin. Komm, machen wir mal das Licht an. Was haben wir?
Na toll, 4er Knochenmesser brauche ich jetzt aber nicht mehr. Ein paar Mumpeln, sehr schön. Mumpeln sind gut. Pfeile, auch gut. 133 Stück haben wir jetzt davon. Wahnsinn. Bam. Bam. Was gibt es? Tools. Steinwerkzeuge 5. Ist in Ordnung. Und Schraubenschlüssel 3. Auch in Ordnung. Nehme ich auch. Gucken wir hier noch rein. Scheinen wir ja alles zu haben sonst. Hätte können sein, dass da was drunter ist. Das sind nur 2 Schläge. Naja, das war's. Das war es, liebe Leute, von heute. Wir können zurück zu Lück. Bämsle. Wo? Ja, toll. Fahrrad natürlich auf der Rückseite. Oh, schon 19 Uhr, Alter. Wo ist denn die Zeit geblieben, bitte? Bob, Bob, ich komme, Bob. So, warte mal, was hast du hier? Hast du irgendwas, was wir brauchen könnten? Ja, kann man immer gebrauchen. Kann man immer gebrauchen. Auf, mach auf, haben hast du nicht. Aber wir haben mittlerweile 10 Dietrich, das heißt, wir probieren. I didn't call myself a customer. What can I get you? Ja, fängt ja gut an. Nee. Respekt. Respekt, geil. Dann hat sich das ja tatsächlich gelohnt hier mit dem Zuckerhintern. Dann lohnt sich das direkt. Rohrpumpe, nein. Schrotflintenmod, nein. 9 Mill. Wir nehmen die Muni. Wir nehmen die Mumpeln. So, was haben wir hier? Smithstone Silos. Getting your hands dirty is things gonna be fine as frog fur now. Ah, wollte gerade sagen, das ist aber nicht unsere. Gut, es ist nicht unsere, sehr gut. So, wir haben das hier zum Verkaufen. Das hier darfst du haben. Du kannst. Das hier darfst du alles haben von mir aus. Das kann weg. Die 3 darfst du haben. Ja, das war's dann schon soweit. Du hattest aber sonst nichts, was mich interessiert, ne? Glaube ich. Obwohl, nimmst du die 3 mal mit? Die nimmst du mal mit, die 3. 2000, ne? 2000 ist zu teuer. 2000 gebe ich für so ein Buch nicht aus. So. Nehmen wir die mit, selbstgebaute Pistole 2. Ja, okay, ist in Ordnung. So. Wart ihr Überbleibsel von der Horde oder was? Ja, sieht so aus. Auf zu randalieren hier. Hast du kein Zuhause, jo. Ich piek's dich. Ah, da kommt der Rest vom Schützenfest. Ich sag ja, dass da irgendwo eine Horde unterwegs ist. Aua! Ja, das scheint der Rest zu sein. So. Direkt einen Verband anlegen. So, wir sind zu Hause. Kommen Sie nur zu Hause, kommt hier irgendwo jemand. Hast schon auf uns gewartet, junger Mann. Hast du auf mich gewartet, mein Freund? Anscheinend. So, jetzt gucken wir mal in den Kisten, die wir hier unten stehen haben. Boah, das ist so weit alles. Ich bin so froh, wenn wir die Scheiße alles oben haben. Die Rennerei vor, zurück, die geht mal schon auf den Piss, wenn ich ehrlich bin.
Aber ist in Ordnung. Ist dann halt mal so. So. Auffüllen, was geht. Danke. Auffüllen, was geht. Dann packen wir das oben rein. Ja. Ich werde jetzt auch nicht mehr viel machen. Ich werde die restlichen Sachen, die wir noch da unten drin haben, die werde ich rausholen. Die werde ich oben mit verpacken. Also nach oben schaffen. Die ganzen Arbeitsstationen werden auch nach oben geschafft. Und dann sind wir auf einem guten Weg. Und das wird jetzt alles erstmal hier reingeballert. Sortieren werde ich irgendwann anders da. Also eventuell über Nacht. So. Wie gesagt, ich räume jetzt hier unten die Sachen hier oben noch hoch. Und das war's dann. Ich glaube nicht, dass ich nahe 10 Uhr. Müssen wir gucken, dass wir das nächste Mal. Vielleicht werde ich das in der nächsten Nacht machen, dass wir in unser altes Gebiet fahren, unsere alten Sachen holen. Oh, ich sehe gerade, wir bräuchten vielleicht einen Schlafsack, den müssen wir uns aufsetzen. Bevor ich sterbe und da im alten Gebiet dann sind. Naja. Wie gesagt, ich werde das noch ein paar Sachen hier hochschaffen. Das war's dann aber auch. Und verabschiede mich von euch. Schön, dass ihr da wart. Hat mich wirklich gefreut. Wenn es euch gefallen hat, dann schaltet bitte beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt 7 Days to Die, hier bei mir auf meinem geilen Kanal mit dem leicht Wahnsinnigen. Bis dahin, bleibt so schön, bleibt bitte gesund, passt vor allen Dingen auf euch auf. Bis zum nächsten Mal, euer Strike 69. Ciao, ciao.